Andreas und Christian, habe ich mir die Namen doch richtig gemerkt? Ja, du hast, ja. Ich habe in der Zeitung gelesen, ihr werdet Hobbyfilme. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ein Scheißdreck, ja, oder? Wirklich, diese Lügenpresse. Von Hobby kann man da nicht mehr reden. Was, ihr seid Regisseure? Ja. Ich glaube, du bist auch sowas wie der Aufnahmeleiter? Nee. Was, hast du nicht gesagt? Und jetzt los? Nee, ich bin Regisseur. Und was ist er? Er ist Produktion oder er ist, hat mit Drehbuch geschrieben, er ist voll wichtig und so. Wie können wir das einordnen? Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Twin Peaks und Lindenstraße. Kann man das? Wird ja. Das kann man? Ja, das? Ja. Ja, so ein Eraserhead. Ja. Panzerkreuzer Potemkin. Ah, tatsächlich? Alles irgendwie so ein bisschen mit drin. Aha. Ja. Und ist, wo ist mein Zettel? Ich habe mir ja alles aufgeschrieben an den ganzen hochintelligenten Fragen. Es ist ja wirklich ein Opus Magnum, wo allein dieses, wenn es ein Hobby wäre es nicht so viel. Es sind, was habe ich rausrecherchiert, 4 Folgen von je 20 Minuten? Genau, wir haben 4 Folgen gemacht und aus den Folgen machen wir praktisch einen Langfilm. Die Folgen hängen praktisch zusammen und der kommt dann im Casablanca und in anderen Kinos dann an. Also als 90 Minuten. Ein 90 Minuten und 4 genau. Folgen jetzt, also die Langfassung gibt es auch. Was hat das jetzt so bedeutet? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja, es ist jetzt, wir haben es als Serie konzipiert ursprünglich, aber mehr, es ist jetzt mehr zum Kinofilm geworden, ah, ja. So in der Produktion. Dadurch soll so ein bisschen episodenhaft sein, so ein bisschen Pulp Fiction, wenn jemand den Film vielleicht gesehen hat, der ist ein bisschen so ein Indie-Film, so ja. Der Geheimtipp. Ja. Und hat so Episoden und so Kapitel. Aber es ist ja richtig und logisch, Pulp Fiction in der Südstadt in Nürnberg spielen zu lassen. Ja, genau. Wie habt ihr euch zu diesem wahnsinnigen Projekt, wie habt ihr euch gefunden oder wie kam das zustande? Also wir machen seit Juli 2013 Sendung bei Radio Z, also Schnickschnack mit Doppel-G, fränkische Schnickschnack. Und wir haben uns bei einer Weihnachtsfeier dort kennengelernt und der Andreas ist halt so spontan witzig gewesen und habe gedacht, wenn ihr mal eine eigene Sendung kriegt, dann mit dem Andreas. Und das hat sich dann im Juli ergeben, so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir 2014 dann gesagt, okay, drehen wir mal einen Film und in der Nürnberger Südstadt, weil wir in der Film unterwegs sind. Also und die Südstadt schätzen und lieben gelernt haben, ihr, aber ich sie nicht so geleckt ist. Ihr seid beide Südstädte? Ja. Was lacht er jetzt so affektiert? Ja, wir sind kosmopolitisch. Naja, ist ja als Südstädter, ist es ja. Also. Ja, schon. Ja. Und ihr habt euch, um das nochmal im Zusammenhang, ihr habt euch auf dem Radio Z-Fest getroffen. Halt. Ja, von der Weihnachtsfeier. Auf einem Weihnachtsfeier, ja. Von der Radio Z, ja. Weil ihr da tätig wart. Ich war da tätig, ja, und der Andreas, der macht ja Musik nebenbei, der war da. Ja. Also ihr seid ja... Es war Zufall. Für Radio Z eigentlich untypisch. Also ich habe die Leute von Z anders in Erinnerung. Echt? Ja. Also ihr seid irgendwie seltsam. Du musst mal Praktikum machen. Echt? Ja, ja, also irgendwie könnte ich mich doch nicht glauben, dass ihr bei Radio... Ihr seid auch seltsam, jeder für sich. Aber auch in diesem Duo sehr unterschiedlich, oder? Ja, Radio Z sind alle gleich. Das ist ein Einheitsbrei. Ja, da stechen wir einfach raus. Also gut, gut. Ja, gut. Der Film heißt Südstadtgeflüster. Ja. Um was geht's denn? Um Geflüster. Um Geflüster. Nein, es geht, das kann man nicht wirklich beschreiben. Man muss ja auch den Film gesehen haben, ne? Wir wollen ja auch Premiere-Karten verkaufen. Okay, also verraten wir gar nichts. Nee, wir können schon was verraten. Es ist surreal, ist es schon auch. Ja, auf jeden Fall. Es ist surreal und... Gibt's ja. Action? Ein bisschen Blut fließt auch, ja. Blut sogar? Ja, Blut. Habt ja. ihr Stunts? Habt ihr es Stunts? Fließt enorm viel Blut. Wir haben... jetzt sage ich das jetzt politisch korrekt, wir haben ein Schwein geschlachtet, sagt man das so? Ein echtes Schwein? Nein, kein echtes, aber wir haben ein Schwein geschlachtet. Kein echtes, eins aus Stoff oder was? Ja, es war halt da und es musste weg. Es kam zufällig an dem Dreher Schwein vorbei. Es kamen viele Schweine vorbei. Tatsächlich? Ja. Gibt es auch Sex in dem Film? Wir haben es, ja, es wird angeteasert, aber... Man muss schon genau hingucken. Also es gibt so 4x4 Pixel groß. Ach so, ja. Und es steht wahrscheinlich nur Blumenstock davor, wo die Blätter alles verdecken. Genau. Ja, hast du den schon gesehen oder was? Na, ich stelle es mir so vor. Ach so. Halt. Ja, gut. Wie viele Drehtage hattet ihr?
100.000. Ja. Ja. So 40 bis 100.000. Ich habe ja wirklich mit dem Who is Who der Bühnenfiguren im Großraum, sind ja immer am Set gewesen. Ja, ja. Also wir haben Susi Südstadt, die wir nur gefunden haben, weil sie Südstadt im Namen hat. Haben wir gegoogelt. Möchtest du vorstellen, wie wir haben? Ich glaube, du kannst es besser. Ich habe sie, glaube ich, alle im Kopf. Ja, Joachim Zons haben wir zum Beispiel. Der ist heute auch da. Wo bist du? Das dachte ich mir doch. Das war der Don aus der Südstadt, oder? Genau. Bitte mal aufstehen, dann gibt es vielleicht einen Applaus sogar. Einer der Hauptdarsteller. Ja, mit. Eine fiese Type. Wirklich gut. Genau. Gut gecastet, hätte man was sagt. Ein Halunke. Genau, der war beim Casting da und den haben wir gleich nochmal. Also den haben wir gleich frisch vor der Bühne mitgenommen. Also wir haben Hochkaräter dabei, wie Matthias Igersdörfer zum Beispiel, der spielt damit. Das ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige Rolle. Was ja, schwierig war es jetzt nicht. Ich meine, wenn die einer anschreibt, da, wir drehen da einen Film und so weiter, dann ist es am Anfang freilich schwierig, wenn du es da nicht kennst. Ne? Und Andreas Leopold Charge spielt mit, der fränkische Tatortkommissar Lissi Aumeier ist dabei, Sven Bach, der veranliegende Begriff soll. Das ist der, wo auf die Sparkassehefte drauf ist. Also, wir sind noch dabei. Dann Stefan Lienert, also das ist ein unbekannter Schauspieler, der hat auch noch nicht geschauspielert. Nimmt er das selber ans, irgendwo treibt er doch ans auf. Sagen wir mal. Wir haben jetzt auch Leute genommen, also Laien-Schauspieler, die jetzt bloß einmal Theater gespielt haben, spannend in drei Akten und so weiter, da sind etliche dabei und wir wollen ja mal zeigen, was für Potenzial Franken eigentlich hat. Jetzt kriegst du ein Mikrofon. Wir haben uns da am, wir haben das fränkischen Realismus. Hallo? Jetzt, yeah. Wir haben das fränkischen Realismus getauft. Fränkischer Realismus? Ja. Das ist, weil wir viel mit Laien arbeiten und dadurch wird es erst wirklich so. Man erlebt es dann quasi mit, auch am Dreh erst. Mir wurde eine Situation geschildert, wo ihr gedreht habt und da hat eine Passantin das wohl überhaupt nicht mitgekriegt und ist mit ihrem Rollator in einer Höchstgeschwindigkeit durchs Bild gelaufen. Ja, tatsächlich. Und der fränkische Realismus war es dann, dass wir gesagt haben, das lassen wir genau drin. Ja, genau. Im Prinzip genauso funktioniert fränkischer Realismus. Ich hoffe, das wird auch kopiert. Das hoffe ich wirklich, dass diese... Auch in zum Beispiel... Was weiß ich, in Baden-Württemberg könnte Das auch mal gucken. Das ist ja diese Theaterwissenschaftsfuzis in Erlangen, wo ich einer war. Wir haben ja 2 Minuten Film in Erlangen angeschaut und haben dann ungefähr ein Vierteljahr darüber diskutiert. Ja. Und da hoffe ich wirklich, dass ab 2021 diese Szene kommt mit der Oma, mit dem im Rollator durchs Bild fährt und die dann diskutieren. Und dass dann der Dozent sagt, nichts ist zufällig in einem Film. Genau. Das würde ich mir wünschen. Fügung, alles Fügung. Unglaublich. Ich habe noch gelesen, Franken trifft die weite Welt. Es geht sehr multikulturell zu in dem Film. Ja, so multikulturell, wie es halt zugehen muss in der Südstadt. In der Südstadt. Wenn jemand schon... Hallo? Anja, habe ich die zu arg gelobt, oder ja, was? Also wenn jemand schon mal in der Südstadt war, dann weiß er ja, wie das ist. Und genauso haben wir versucht, das abzubilden. Sieht man ja auch. Hallo? Das ist Ton. Ich glaube, ich bin unsympathisch. Chris, geht mal weiter. Er macht es irgendwie, du fasst das irgendwie gefühlvoll an, das Mikrofon. Ja. Musik gibt es auch, dieses Multikulturelle würde sich auch in der Musik abzeichnen, war zu hören. Was ist denn mit dem Mikrofon? Anja, was ist denn los? Nee, das Mikrofon hat wahrscheinlich das Klimakterium erreicht. Ja, also wir haben also alles selber gemacht und der Andreas macht die Musik dazu und die wird auch so fränkisch-türkisch eigentlich. Also das wird so, das machen wir genau auf die Südstadt. Also ihr habt die Musik auch noch selber gemacht, also wird nicht von einer Musik-DVD für Hobbyfilme zugespielt, sondern selbst komponiert und eingespielt. Ja, Wahnsinn. Ja. Hängt es euch eigentlich zum Hals raus, das Ganze jetzt schon? Nee, das war jetzt, also wir arbeiten ja jetzt über ein Jahr in dem Film und das war schon viel Arbeit, aber ich möchte es eigentlich nicht missen. Da sind so viele Eindrücke und man hat so viele Leute kennengelernt, das möchte ich wirklich nicht. Ja, das ist jetzt ein Bestandteil von meinem Leben sozusagen und das ist wirklich schön gewesen. Wann und wo wird der Film zu sehen sein? Also der Film wird auf jeden Fall zu sehen sein im Casablanca in Nürnberg. Am 30.04. haben wir Premiere.
Also da ist der Film dabei, Premiere und eine After-Show-Party. Also da gibt es ein bisschen was zu essen und was zu trinken. Das ist in Casablanca, 15, 17 und 19 Uhr, das ist am 30.04. Ab 1. Mai läuft der in Casablanca on, der läuft dann so lang, wie er eben läuft, wie er reingeht. Und dann läuft er in Babylon, in Fürth, in Bad Windsheim haben wir eine Spielwoche. Ich weiß nicht, ob jemand von Bad Windsheim da ist oder aus der Gegend. Vom 5. bis zum 11. Ja, und ich bin dran. Ja, bis dahin muss aber noch viel gemacht werden, weil die Musik haben wir noch nicht geschrieben. Die wird erst noch geschrieben. Ach, die Musik muss auch noch gemacht werden? Ja. Die wird dann wie bei... wie heißt es, Aufzug zum Schafott live angespielt. Muss dann wohl, weil ich glaube, bis jetzt ist mein Terminplan voll bis zum 30. Und dann muss die Musik halt auch noch irgendwie gemacht werden. Ihr seid verrückte Hunde und das Allerverrückteste war ja eine Story, die du mir mal erzählt hast. Es ist nur, nicht nur so, dass du in Allerbronn eine Kirchweih veranstaltest und es regelmäßig veranstaltest, sondern du veranstaltest, sagst bitte laut und öffentlich auf dieser Bühne. Ja, es war eine Karte. Das war aber nicht alles. Das war, nicht, das war eine besondere. Ja, es war vegane Körper. Also das ist eine... Du weißt ja, wie das... Kann man es wirklich nochmal laut und langsam sagen? Ja, es war eine vegane Körper. Ich habe wirklich, wie du gesagt hast, ich dachte, ja, mein Südschritt geflüstert, man merkt schon, ja, einen deutlichen Schuss in der Optik halt. Ja. Aber dann noch, das, und das finde ich, schlägt die ganze Geschichte komplett den Boden raus, eine vegane Kirchweih in Allerbronn. Genau, ja. Wie viele Morddrohungen gab es? Also das war schon ziemlich übel. Mein Vater hat dann gesagt, also das war ja im Bamberger Raum, war es da besonders übel in den Windbanken. Und da hat mir mein Vater nachts um 1:30 da angerufen und hat gesagt, jetzt habe ich alles gelesen. Lest doch nicht den ganzen Scheiß. Ne? Ich meine, aber das hat ein bisschen polarisiert, aber es hat jetzt zweimal funktioniert. Und jetzt machen wir, jetzt pass auf, das was alle machen. Mittelalter Markt zu Körper. Also da Trommeln zu. Waren alle so ein Trommler. Ja, das ist feig. Aber vegane Kirchweih ist schon. Aber dann gibt es Met statt Bier als nächsten, genau, Torture. Ja. Ja? Ja. Honigwein und genau. Blümchenkaffee oder irgend so. Blümchenkaffee. Ja, aber ich meine, wenn du sowas hinter dir hast, Filmpremiere, hockst du dann ja auf einem eingeschlafenen Arschbacken ab, oder? Kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Wenn ich was hinter mir? Wenn du eine vegane Kirchweih lebend überlebt hast, ja, kannst du locker einen 80, 90 Minuten Film ohne Musik zahlen. Da juckt dich auch nichts mehr. Also wenn du mal so übel beleidigt worden bist und so, einfach so viel Leid, dann denkst du eigentlich, dann wisst ihr was. Na? Eine natürliche Härte und ich glaube, wir kriegen jetzt noch einen kleinen Vorgeschmack auf den ganzen Film. Thank you.